In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie über die Funktion Daten zuweisen Sammelanpassungen für Artikel vornehmen können. Begeben Sie sich hierzu bitte zunächst über Stammdaten in den Artikelstamm. Wollen Sie nun Anpassungen bei mehreren Artikeln gesammelt vornehmen, können Sie dies tun, indem Sie die Artikel zunächst mit der Leertaste markieren und sich im Anschluss in dem Menüpunkt Bearbeiten, Daten zuweisen, nur markierte begeben, um nur die markierten Artikel anzupassen. In dem Dialog Globale Datenzuweisung haben Sie nun die Möglichkeit, zwischen allen Feldnamen der Artikeldatenbanktabelle zuzugreifen. Wollen Sie zum Beispiel die Warengruppe für alle markierten Artikel anpassen, wählen Sie bitte das Feld WG für Warengruppe aus. Geben Sie nun in dem Feld Wert den Wert ein bzw. den Inhalt, der für dieses Feld gesetzt werden soll. Über die Funktion Zählerstart haben Sie die Möglichkeit, bei Nummerierungen eine fortlaufende Nummerierung anzugeben. Sobald Sie Ihre Änderungswünsche angegeben haben, starten Sie die Zuweisung über die Schaltfläche Zuweisen. Wir möchten Ihnen jedoch dringend empfehlen, eine Datensicherung anzulegen, bevor Sie Schritte über die Datenzuweisung durchführen. Eventuell nicht gewollte Änderungen lassen sich nicht mit einem Klick wieder rückgängig machen. Nachdem die Datenzuweisung erfolgt ist, können Sie mit der Schaltfläche Schließen den Dialog beenden und sehen, dass die Anpassung erfolgt ist.